Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und wir haben in der letzten Folge die blaue Mondscheibe eingesammelt und können jetzt weiter hier durch die Luke, die entstanden ist. Und da steht jemand. Wer ist dort? Hm? Ja, den kennen wir ja. Aus unserem Durchgang als Unica. Galleon, genau. Ich glaube nicht, dass ich dich schon mal gesehen habe. Wer bist du? Es sollte niemand mehr auf der Oberfläche sein, außer unserer Suchgruppe. Warte. Lange nicht mehr gesehen, Galleon. Nicht seitdem die seitdem Kriegsrat-Treffen die Nacht bevor der Solomon-Schrein in die Luft, in den Himmel erhoben wurde, glaube ich. Nein, das kann nicht sein. Toll? Toll Fact? Ja, hier kommt es zum ersten Mal raus. Wir sind der Bruder von Hugo Fact. Also dem dritten Charakter, den man spielen kann. Du bist am Leben? Warum zum Teufel hast du nicht versucht, uns zu kontaktieren und uns es wissen zu lassen? Nicht, dass es irgendwas ausgemacht hätte, wenn du es getan hättest, glaube ich, nachdem der Schrein in den Himmel erhoben wurde. Es ist trotzdem erstaunlich, dass du überlebt hast nach allem, was passiert ist. Sag mir, ist Commander Tova auch noch am Leben? Also Julikas Vater? Nein. Der Commander ist tot. Leider. Es tut mir leid, das zu hören. Aber du bist am Leben und das ist genug, über was wir froh sein können. Aber um ehrlich zu sein, kann ich mir nicht vorstellen, was durch euch durch die Köpfe gegangen ist, als ihr euch so einfach davon gestohlen habt. Toll. Es tut mir leid, Galleon. Aber ich habe nicht die Absicht, mich an alte Zeiten zu erinnern. Ich verstehe nicht. Sag mir, was ist mit deiner Rüstung passiert? Warum bist du so angezogen? Und wo ist dein Kleria-Schwert? Aha. Ich habe beides abgelegt, meine Rüstung und mein Schwert. Als ich feststellte, dass sie keinen Nutzen hatten gegen die Dämonen. Aber selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, ich finde diese Art, mich zu kleiden, passt zu meiner augenblicklichen Situation. Deine augenblickliche Situation? Von hinter den Grenzen von Ys kam eine Gruppe von Magiern. Oder wurde eine Gruppe von Magiern hierher gelockt. Praktizierer der dunklen Magie. Sie sind in der Lage, Kontrolle über Dämonen zu erlangen. Und haben diese Kraft benutzt, das Land zu überrennen. Sie nennen sich selber Darklings. Und die augenblickliche Situation ist, dass ich für sie arbeite. Da ist Galleon geschockt. Warte. Willst du mir damit sagen, dass die Dämonen, die Ys angegriffen haben, von irgendwem beeinflusst wurden? Und du hilfst ihnen? Wie soll ich das denn glauben? Es tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber ich spreche die Wahrheit. Ich bin nun ein Feind von Ys. Um ehrlich zu sein, hast du mich mitten in einer Mission erwischt, die Göttinnen zu finden, die sich irgendwo hier im Turm aufhalten. Du machst keine Scherze, oder? Sag mir warum. Warum tust du das? Als ich im Kampf gegen die Dämonen gefallen bin, haben mich die Darklings, dafür gibt es leider keine deutsche Übersetzung, denke ich mal, gefangen genommen. Sie haben mich in ihre Ränge aufgenommen, mir einen Teil der dämonischen Macht überlassen. Ich habe dieses Angebot übernommen
und arbeite nun als ein loyales, unterwürfiges Mitglied in ihren Rängen. Keine außenstehende Macht hat mich dazu gezwungen. Ich habe allen Grund, die Göttinnen zu fangen. Und was hast du vor, wenn du damit erfolgreich bist? Ich selber? Ich werde sie einfach übergeben an die anderen. Mir wurde nicht gesagt, was dann mit ihnen passiert. Alles, was ich sagen kann, ist, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, werden sie wieder freigelassen. Und dann werden die Darklings ganz Ys kontrollieren, scheint es. Die Göttinnen in meiner Obhut zu lassen, damit ich mit ihnen tun kann, was ich wünsche. Du Bastard. Aha, ich kann dir alles, was von ihnen übrig bleiben wird, überlassen, wenn du willst. Natürlich nur, wenn du das dämonische Element annimmst und mich auf meinem Weg begleitest. Halt die Klappe. Ich hätte niemals gedacht, dass der große Tolfekt so tief sinken kann. Wir waren Waffenbrüder. Wir waren sogar Freunde, aber nicht mehr. Dein Leben endet hier, Verräter. Und ja, unser erster Mini-Boss-Fight gegen Galleon, den Leidenschaftlichen. Und wenn wir nicht aufpassen, ist der Kampf schnell vorbei, weil Galleon macht verdammt viel Schaden. Aua. Ich glaube, das erste Mal schaffen wir gar nicht gegen ihn. Weil gegen Galleon ist es schon ziemlich heftig. Wow. Ja, wir haben nur noch 9 Life und er hat die Hälfte noch seines Lebens übrig. Wow, und jetzt ist er in den Booster gegangen. Aua. Und brezelt uns weg. Ja, das versuchen wir gleich nochmal. Also ja, wenn er seine Fernkampfangriffe macht, dann müssen wir gucken, dass wir den gut ausweichen. Und jetzt ist er schon wieder in den Boost-Modus gegangen und... Uah. Ja. Am besten kriegen wir ihn, wenn er seine Feuerwalze macht, auch wenn die viel zu viel Damage macht. Wenn wir nicht aufpassen... Okay, jetzt macht er wieder seinen Schwerttanz, den wir nicht so gut ausbrechen können. Okay, nächster Versuch. Okay, da müssen wir wirklich besser aufpassen. Mit der Taktik kommt man nicht gut ran. Und vor allem, wenn er seine komischen Flügelchen macht, da kommt er nicht um. Also man merkt schon, als Toll ist die Schwierigkeit viel höher. Aber wir haben ihn jetzt schon ziemlich gut runtergeprügelt. Und jetzt hat er uns wieder putt gemacht, kurz bevor wir ihn erledigt haben. Wow. Von seinem Schwertchen sollten wir uns allerdings nicht treffen lassen. So, jetzt macht er gleich wieder seinen wow, heftigen Angriff. So, jetzt blockt er. Da sollten wir aufpassen. Aua, da hat uns zweimal getroffen. Ah. Okay, jetzt dreht er wieder durch.
blockt er wieder. Wir haben wieder nur 4 Punkte. Ja genau, wenn er das macht, dann ist er gut angreifbar. Okay, jetzt kommt wieder das. Jetzt blockt er. Jetzt blockt er wieder. Jetzt kommt wieder seine tollen Flügel. Jetzt geht er wieder in den Boost-Modus. Da sollten wir uns vor dem fernhalten. Und wir haben ihn besiegt. Hat ja nur 5 Versuche oder so gedauert. Wie ist das möglich? Wie du sehen kannst, bin ich nun viel schneller, bevor ich verbessert wurde. Und meine Geschwindigkeit nimmt auch mit der Zeit zu. Du solltest dich niemals mit deinem Gegner anlegen, wenn du weißt, dass seine Fähigkeiten sich seit den Jahren nicht geändert haben. Okay, du hast diese Runde gewonnen, aber wir sind noch nicht fertig. Und da zieht sich Galleon zurück. Behalte dies im Kopf, Tori. Ich werde diese Veränderung in dir niemals akzeptieren. Auf einem Wege oder dem anderen werde ich dich daran erinnern, wer du wirklich bist. Immer der aufrichtige Bürger. Ich bin mir sicher, er gibt einen guten Kommandanten ab. Oder einen stellvertretenden Kommandanten, wie auch immer. Die Suchparty hat sich wahrscheinlich schon längst neu gruppiert. Das bedeutet, ich muss mich beeilen. Und dafür geht es jetzt hier runter und wir kriegen 2 Truhen. Einmal den Bronzeschlüssel und einmal ein Kleria-Ring. Unsere erste Ausrüstung. Der erhöht unsere Stärke um 3 und verringert dafür aber unsere Defense um 2. Auch um 3. Nicht so toll. Aber wir machen damit einiges mehr Schaden. So. Dann würde ich mal sagen, geht's hier wieder weiter. Hier haben wir das erste Artefakt eingesammelt. Und durch die hauen wir uns jetzt durch wie durch Butter. Weil die nichts können. Die Gegner und wir schon ziemlich hoch, ziemlich abgelevelt sind für den Bereich. So. Dann öffnen wir hier die Tür. Und müssen hier die Fledermäuse töten. So, das könnte jetzt ein bisschen... dauern, wenn die da immer oben rumfliegen. So. Du noch. Und das ist ja die Energie dieser Dämonen, haben die Skala meines Geschenkes überschritten. Böses Lachen.
Ja. Das lasse ich mir mal. Ja, er macht tolle Geräusche. Also hat das dämonische Element in mir endlich aufgeblüht. Was für eine unglaubliche Kraft. Für einen Moment hat es sich so angefühlt, als ob es mich ganz verschlingt. Aber ich denke, ich kann es unter Kontrolle halten. Jetzt haben wir gelernt, wie wir in einen Dämonen durch Boost gelangen. Ja, jetzt ist auch unser Boost endlich aktiv. Aha. Also das bedeutet es, wenn man mit Dämonen verbündet ist. Jetzt sollte ich keinen Ärger mehr haben, durch diese Teleportationsfalle zu kommen. Wenn ich in diesen Raum komme, werde ich mich einfach wieder transformieren. Ja, aber bevor wir das machen, nehmen wir das Ding hier erstmal und porten uns zur letzten Statue zurück. Hier speichern wir. So, und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis dann.